Ich bin Dennis Hediger und heute erzähle ich euch über den Sinn und Unsinn von Kohlenhydraten und ob sie wirklich dick machen. Das und mehr dazu im folgenden Video. Wie böse sind Kohlenhydrate? Was ist der Sinn und was ist vielleicht der Unsinn von einer Kohlenhydratzufuhr? Grundsätzlich sind Kohlenhydrate Energielieferanten. Sie haben etwa halb so viele Kalorien wie Fett, sind natürlich bei Sportlern sehr beliebt, weil sie viel Energie liefern, sollten aber bei Leuten, die Körperfett verlieren möchten, etwas weniger hoch konsumiert werden. Sehr viele Zivilisationskrankheiten sind auf zu viel Kohlenhydrate zurückzuführen. Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme haben einen Zusammenhang, weil wir zu viel Kohlenhydrate gegessen haben. Zum Beispiel im asiatischen Raum haben sie diese Krankheiten gar nicht gross gekannt, bis sie sich ernähren wie wir in den westlichen Ländern. Grundsätzlich könnte der Körper ohne alle diese Kohlenhydrate auskommen. Es ist natürlich nicht immer sehr sinnvoll. Wollt ihr eine maximale Leistung bringen, wird ihr entsprechend Kohlenhydrate brauchen. Und es macht zum Beispiel nach dem Training Sinn, Kohlenhydrate zuzuführen. Wenn genau und wie viel, werdet ihr in anderen Videos auch noch sehen. Ich empfehle euch, 3 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht zu euch zu nehmen, dass ihr gleich noch Energie habt zum Trainieren und trotzdem ein bisschen Körperfett abbauen könnt.